Hi, hier ist Olli von CodeCentric AI. Heute möchten wir euch einen Vergleich zwischen verschiedenen Text-to-Speech-Systemen zeigen. Wir machen einen Contest mit Zungenbrechern auf Deutsch und auf Englisch und schauen uns mal an, was die Systeme so können. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barts geht der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier meist mit den Rhabarber-Barbara-Barbaren in die Rhabarber-Barbara-Bar, um mit den Rhabarber-Barbara-Barbaren von Rhabarber-Barbaras herrlichem Rhabarber-Kuchen zu essen. Alexa hat sich weltweit millionenfach verkauft. Dein Google-Navi erzählt dir, wo du abbiegen musst, Siri erinnert dich an deine Termine, Cortana gibt dir Windows-Tipps und Watson beantwortet Support-Anfragen. Computer haben angefangen, mit uns zu reden. Dahinter stecken sogenannte TTS oder Text-to-Speech-Systeme. Durch neuronale Netze und Deep Learning und viele Trainingsdaten sind die in den letzten Jahren immer besser und besser geworden. In manchen Beispielen kann man sogar kaum noch zwischen Mensch oder Maschine unterscheiden. Hier seht ihr ein Beispiel von Tacotron 2. Versucht mal zu erkennen, welchen Teil ein Mensch und welchen Teil eine Maschine gesprochen hat. That girl did a video about Star Wars lipstick. That girl did a video about Star Wars lipstick. She earned a doctorate in sociology at Columbia University. She earned a doctorate in sociology at Columbia University. George Washington was the first president of the United States. George Washington was the first president of the United States. Als erstes hören wir uns an, wie die persönlichen Assistenten so klingen. Siri, read my notes. Here's your note. Your note from today says, tongue twisters. How much wood would a woodchuck chuck? If a woodchuck could chuck wood. He would chuck as much wood as a woodchuck could chuck. If a woodchuck would chuck wood. That's all I have. How much wood would a woodchuck chuck? If a woodchuck could chuck wood, he would chuck as much wood as a woodchuck could chuck. If a woodchuck would chuck wood. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? As much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Awesome! Jetzt Siri auf Deutsch. Bitte sehr, du hast heute Folgendes notiert. Zungenbrecher. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Brauchbare Bierbrauer Burschen brauen brausendes Braunbier. Brauchbare Bierbrauer Burschen brauen brausendes Braunbier. Gibst du Opi-Opium? Bringt Opium Opium. Gibst du Opi Opium? Bringt Opium Opium. Das war's. Das war's? Nein, jetzt noch Alexa und Google Assistant. Alexa, sage einen Zungenbrecher. Zwischen zwei Zwetschgenbäumen zwitschern zwei geschwätzige Schwalben. Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser als Bürsten mit blauen Borsten. Okay, Google, sage einen Zungenbrecher. Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser als Bürsten mit blauen Borsten. Die deutsche Stimme klingt noch ziemlich blechern, aber wie wir am Anfang gehört haben, gibt es bereits Modelle, die deutlich besser klingen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die für alle Services einsatzbereit sein wird. Jetzt schauen wir uns mal die Services der großen Cloud-Anbieter an. Die kann man verwenden, wenn man Sprachein- und Ausgabe in seine eigenen Programme einbauen möchte. Zu diesem Thema werden wir noch einen Blogartikel veröffentlichen, in dem wir kurz zeigen, wie man die APIs benutzt, um aus dem eigenen Code Sprache auszugeben. Den Link dazu werden wir in den Kommentaren posten. Fischers Fritz fischt fresh fishings, fresh fishings fischt Fischers Fritz. Fischers Fritz fishes fresh credentials, freshest credentials are fished by Fischers Fritz. Fischers Fritz fischt freshy fishings. Freshy fishings fischt Fischers Fritz. Fischers Fritz fishes fresh credentials. Freshest credentials are fished by Fischers Fritz. Fischers Fritz fischt fresh fishings fischt Fischers Fritz. Fischers Fritz fishes fresh credentials. Freshest credentials are fished by Fischers Fritz. Fischers Fritz fished fresh fishings. Fresh fishings fished Fischers Fritz. Fischers Fritz fishes fresh credentials. Freshest credentials are fished by Fischers Fritz. Fischers Fritz fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Okay, okay, genug gefischt. Wie ihr gesehen oder besser gehört habt, funktionieren die Systeme mehr oder weniger gut. Welches ihr am besten fandet, kann jeder für sich selbst entscheiden. Im Moment ist es so, dass die englischen Stimmen meist noch deutlich besser klingen als die deutschen. Die Anbieter haben auch alle verschiedene Stimmen im Angebot, so kann man zwischen Männern, Frauen und teilweise auch Kinderstimmen auswählen. Und wenn man englischen Text mit einer deutschen bzw. französischen Stimme aussprechen lässt, dann kann man damit schönes Denglisch bzw. Fränglisch erzeugen. Ode to the code.
Code-centrics coders are coding clean code. Dirty-minded coders are cleaning other coders' codings. Code encoded in code blocks can be aligned-centric. Creating code-centric poems yourself is sick. Ode to the code. Creating code-centric poems yourself is sick. Ode to the code. Code-centrics coders are coding clean code. Creating code-centric poems yourself is sick. Ode to the code. Code-centrics coders are coding clean code. Code encoded in code blocks can be aligned centric. Wenn dir dieser kleine Vergleich der Text-to-Speech-Systeme gefallen hat, dann gib uns den Daumen hoch und klick auf Subscribe, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wie schon gesagt, werden wir in einem Blogpost nochmal genauer darauf eingehen, wie man die TTS-APIs aus dem eigenen Programm heraus ansprechen kann. Den Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. 10 Samen, 7, 10, 10 Zentner sogar zum Zaun. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck as much wood as a woodchuck could chuck if a woodchuck would chuck wood.